Haben Sie schon von Slapsuits gehört? Das ist wahrscheinlich die größte Gefahr für die Pressefreiheit, von der Sie bisher noch nichts wussten. SLAP, das steht für Strategic Lawsuit Against Public Participation. Diese Klagen werden von großen Firmen angestrengt, um Kritiker zu zensurieren, einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen, indem man sie mit hohen Prozesskosten überzieht, bis sie gezwungen sind, klein beizugeben und ihre Kritik zurückzuziehen. Ein Beispiel. René Benko, einer der reichsten Immobilien-Tycoone Europas, und Sebastian Kurz Intimus klagt zack zack vor einem österreichischen Gericht. Wenn er gewinnt, kostet das zack zack 2 Millionen Euro. Er begründet das mit der Berichterstattung von zack zack über ihn, die für sein Geschäft schädigend wäre. Berichtet wurde über seltsame Vorgänge rund um den Kauf Benkos von Kika Leiner und deren Immobilien, vor allem auf der Maria-Hilfer-Straße. Es handelt sich also offensichtlich um eine Einschüchterungsklage. Ein weiteres Beispiel. Auch Martin Ho, Inhaber eines bald österreichweiten Gastronomie- und Entertainment-Imperiums und ebenfalls eng mit Kurz, verklagt zack zack auf 1 Million Euro. Auch hier wird Geschäftsschädigung als Grund angegeben, weil zack zack über den Kokainhandel in einem seiner Clubs berichtete. Auch das ist offenbar ein Slapsuit. Dabei geht es aber nicht darum, die Klage zu gewinnen oder ob es darauf überhaupt eine Aussicht gibt. All diese Klagen könnten den Bankrott für zack zack bedeuten. Denn neben den Prozesskosten müssen auch Rückstellungen vorgenommen werden, für den Fall einer gerichtlichen Niederlage, selbst wenn die absolut unwahrscheinlich ist. Geld, das im laufenden Betrieb fehlt. Die EU möchte nun gegen solche Klagen vorgehen. Ein Gesetzesentwurf ist in Planung. Bis daraus aber nationales Recht wird, ist es noch ein langer Weg. Überlegen wir kurz, welche Auswirkungen das auf jedes andere Medium hat, das in Österreich über Missstände berichtet oder die Machenschaften von Konzernen aufdeckt. Wenn das Ziel also ist, kritische Medien in Österreich mundtot zu machen, dann müssen wir uns gemeinsam wehren. Helft uns, diesen Kampf zu gewinnen.